Okay, dann herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Spiel morgen gegen Stadtallendorf. Vorab habe ich schon ein wichtiges Argument für einen Sieg morgen, denn morgen wird das Freibierkonto aufgelöst. Wir haben 1150 Liter. Es gibt auch ausgewählte alkoholfreie Getränke. Okay, Dirk, dann zum Sportlichen. Zum Sportlichen, ja, was wollt ihr hören? Wollt ihr was über den Gegner hören oder über uns? Ich weiß nicht. Auf was wollt ihr hinaus? Fangen wir mit Stadtallendorf an. Ja, ich glaube, ein Gegner, der mit Sicherheit auch seinen Respekt verdient hat. Ähnlich gut gestartet wie in der letzten Saison. Wird, glaube ich, aufgrund des Namens immer so ein bisschen, ja, wie soll man es ausdrücken, falsch bewertet, glaube ich, in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung. Ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die extrem diszipliniert spielt, die gut organisiert ist, die von ihrem Charakter innerhalb der Mannschaft lebt. Und ja, wie gesagt, wir müssen es halt schaffen, dort die Mannschaft aus der Ordnung zu bringen, durch viel Bewegung, durch ein gutes, sicheres Kombinationsspiel, durch ein gutes Flügelspiel. Ja, da denke ich, liegen die Möglichkeiten morgen gegen Stadtallendorf. Aber das wird mit Sicherheit auch, wie im vergangenen Jahr, als wir im Hinspiel 2-1 gewonnen haben, mit Sicherheit auch ein Geduldsspiel. Könnte ähnlich laufen wie Frankfurt, hoffentlich nicht so vom Ergebnis, dass wir uns da cleverer anstellen und mehr Tempo in unsere Offensivaktion bekommen. Ja, und wollen natürlich dann die zwei Auswärtssiege, die wir jetzt geholt haben, mit einem Dreier zu Hause das ganze Ding abrunden, und dann denke ich, sind wir wieder voll im Soll, und dann würden wir, glaube ich, zu einem richtigen Topspiel dann übernächste Woche nach Steinbach reisen. Okay, danke Dirk. Holt sie nach zwei Auswärtssiegen die Stimmung sicherlich etwas erleichterter in der Mannschaft, besser in der Mannschaft. Erzähl ein bisschen, wie geht ihr morgen ins Spiel? Ja, ich denke auch, dass uns die zwei Siege jetzt erstmal ein bisschen Selbstvertrauen gegeben haben, dass man merkt haben, dass es jetzt auch mal in die richtige Richtung geht, wo wir hinwollen. Und deswegen sind wir guter Dinge, dass wir jetzt gegen Stadtallendorf die nächsten 3 Punkte erstmal zu Hause einfahren können. Und deswegen gehen wir mit breiter Brust in das Spiel. Und wir wissen halt, dass wir gegen FSV das nicht so gut gemacht haben und dass die ähnlich wie FSV wahrscheinlich agieren werden, defensiv halt kompakt stehen. Dass wir das diesmal besser machen. Okay, danke, Holzi. Eure Fragen bitte. Würde ich gerne anschließen, Marco. Würdest du so ein bisschen Leichtigkeit zurück, auch im Training irgendwie? Ich fand das so auch das Spiel in Stuttgart irgendwie, dass das alles so ein bisschen leichter, ein bisschen lockerer, ein bisschen ja, einfach gelungen ist, so die Aktionen so im Training zu spüren. Ja, man merkt schon, dass ein bisschen so Selbstvertrauen jeder jetzt bekommen hat durch die Siege, was auch selbstverständlich ist. Wenn man gewinnt, gibt man immer Selbstvertrauen und dann merkt man auch, dass es einfach funktioniert. Und ja, es ist schon ein bisschen eine Leichtigkeit zu spüren jetzt in der Mannschaft. Personal ist eigentlich unverändert, außer Fanol. Der hat einen Schlag aufs Knie bekommen. Der hat jetzt gestern nicht mit trainieren können. War gestern auch beim Doc, ist dort punktiert worden. Hat ein bisschen Flüssigkeit in seinem sowieso schon lädierten Knie. Und da werden wir heute sehen, ob es dann für morgen reicht oder nicht. Wir haben ja vor dem in Stuttgart schon mal darüber gesprochen, als du gesagt hast, dass Joe verletzt ist, dass dann im Trainer einfach auch in der Kreativität und einfach mehr gefragt ist, dass er was aus dem macht, was halt eben an Spielern dann da ist. Wie ist das? Qualmt dann der Kopf eigentlich mehr? Oder ist das gleich zu einem Spiel, wenn du alle zusammen hast? Wie muss man sich das von außen vorstellen? Auch jetzt gegen Stuttgart war es relativ einfach, weil ich von der Grundaufstellung sowieso die Idee hatte, mit einem Dreier-Mittelfeld, ne, mit doppelt besetzten Flügeln zu agieren und mit einer Spitze. Dadurch, dass Joe ausgefallen ist, hat sich eine Personalie halt geändert gehabt zu dem Spiel, weil ich da am Überlegen war, ob dann Mendler links spielt oder der Joe vielleicht mal über die linke Seite kommt und Mendler vielleicht auf rechts. Und also wie gesagt, da war ich eigentlich nur von den Namen her unschlüssig, aber vom Spielsystem, das war im Vorfeld für mich schon klar, und dementsprechend war es jetzt nicht so, dass mein Kopf da gequalmt hat. So Spielsysteme, Variabilität, das habt ihr ja schon im Akzent gelegt, gerade nach der Hinrunde des ersten Jahres hier, wo ich das richtig im Kopf habe. Hast du das Gefühl, dass das komplett im Kader angekommen ist, dass du einen Fingerzeig machst und dass man das dann hin und her wechseln kann schon?
Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es mit einem Fingerzweig stattfindet, aber Fakt ist nun mal auch, dass wir jetzt drei Spiele gehabt haben und drei verschiedene Spielsysteme hatten. Und, grundsätzlich ist es mir schon lieber, dass man der Mannschaft auch eine nötige Sicherheit gibt und im gewohnten Spielsystem agiert, aber es hängt halt manchmal auch einfach von Dingen innerhalb eines Spiels ab, wie gut die funktionieren. Und wenn sie nicht funktionieren, muss man halt in der Lage sein, Dinge innerhalb eines Spiels mal umzustellen. Oder aber im Vorfeld eines Spiels, wenn man weiß, der Gegner kommt extrem stark über die Außen, dann musst du halt darauf reagieren und eine Dreierkette, die wir ja vorletzte Woche gespielt haben in Freiburg, dann wieder umfunktionieren, um die Flügel doppelt zu besetzen. Und da muss man halt auch immer wieder darauf reagieren. Entscheidend wird immer wieder sein, dass die Jungs die Abläufe kennen, welche Aufgaben haben sie dann auf diesen Positionen, weil sich das natürlich schon verändert, um sie dann im Spiel natürlich auch bestmöglich umzusetzen. Und das haben sie jetzt gerade in den beiden letzten Spielen sehr gut hinbekommen. Heißt für dich, mit einem, mit zwei oder mit drei Stürmen spielen, dass es einfach mehr Wucht ist, oder kann man das als Trainer überhaupt gar nicht so sagen, argumentierst du auch so, dass du vielleicht nur mit einer Spitze spielst und trotzdem extrem wuchtig sein kannst? Ja, natürlich kannst du wuchtig sein. Du kannst auf jeden Fall herstellen, dass du Spieler hast, die dann aus der zweiten Reihe natürlich immer wieder Anschluss finden müssen. Das musst du denen mit auf den Weg geben. Wenn wir natürlich so spielen wie jetzt in Stuttgart zum Beispiel, dann bist du schon darauf angewiesen, dass ein Marco Holz auf der 8er Position, ein Fanol auf der 8er Position immer wieder bei unseren Angriffen auch mit vorne auftaucht. Haben sich jetzt die Wege gespart und haben mehr aus der Distanz geschossen, was aber auch in Ordnung ist. Ja, genau so. Ja, soll ich alles preisgeben jetzt? Also ich gehe grundsätzlich erstmal davon aus, dass Fanol, wie der Kollege Fischer ja geschrieben hat, ein Krieger ist, gehe ich davon aus, dass er auf die Zähne beißt und morgen zur Verfügung steht. Und wenn es nicht so sein sollte, haben wir da auch wieder Möglichkeiten, entweder über eine Systemumstellung mit einer hängenden Spitze zu spielen oder aber auch einfach nur die Position auszutauschen. Also, wie sieht es bei dir aus? Schon ein paar Positionen gespielt. Ich war beim ersten Jahr in Stuttgart beim Kickers sogar mal eine hängende Spitze. Man hat so das Gefühl, mit einer Spitze und nur so als freischaffender Künstler hinten dran, da kommt es relativ häufig zum Abschluss. Also ab und zu werden auch mal ein paar Eulen in Gefahr gebracht, aber grundsätzlich ist es ja dann schon manchmal gefährlich. Ja, ich kann das überall spielen auf 6. Also ich bin eh mehr, wenn ihr auf 6 spielt, als Doppel-6, der offensive Part von uns. Deswegen eigentlich egal, wo ich spiele, ob ich jetzt auf 10 spiele oder auf 6, ich komme eigentlich immer mehr oder weniger nach vorne und auch zum Abschluss. Aber natürlich, umso weiter, dass man vorne spielt, umso mehr kommt man zum Abschluss dann. Du bist das auch so ein bisschen Anweisung, wo du hast gesagt, zwei Stürmer, die sehr viel getroffen haben, dass man auf dem Mittelfeld mehr kommt. Ich meine, Marco, wir haben jetzt drüber gelacht in Stuttgart, er versucht es halt oft und dann geht halt auch mal einer ans Flutlicht. Ja, aber ich möchte zu Markus grundsätzlich mal was sagen. Ich glaube, dass der Marco in der öffentlichen Wahrnehmung nicht die Wertschätzung erhält, die er eigentlich verdient hätte. Ich glaube, dass Marco ein Spieler ist, der immer wieder einer der Ersten ist, der Kritik einstecken muss. Und das hat er einfach nicht verdient, weil er extrem wichtig für die Mannschaft ist. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben dem Feld. Nicht umsonst ist er unser Vizekapitän. Also da musst du schon ein bisschen Einfluss innerhalb der Mannschaft haben, aber auch ein gutes Standing beim Trainerteam haben. Das hat er definitiv. Er ist der Spieler mit den besten Ausdauerwerten in unserer Mannschaft, der permanent eigentlich, wenn er spielt, unterwegs ist und viele Räume schafft und viele Meter geht. Er ist derjenige, der letztes Jahr unser torgefährlichster Mittelfeldspieler war mit 9 Treffern. Das hat keiner erreicht, aber irgendwo kommt er alles nicht so rüber, wie er es wirklich eigentlich auch verdient hätte, ohne ihn jetzt hier zu huldigen. Aber ich finde schon, dass er ein bisschen mehr Wertschätzung in der Öffentlichkeit verdient hätte. Noch mehr. Ja, Markus, das Siege macht Freiburg, stimmt, kann man sagen, dass das nochmal bewiesen hat, dass ihr als Mannschaft, also nicht nur hier vom Platz und nicht der Freie reinkommt, sondern auch die jetzt mit zum Zug haben, dass die da trotzdem immer nochmal gefordert sind für das nächste Spiel oder übernächste Spiel, dass sie genau wissen, dass sie nochmal einbringen können. Das hat geklappt. Ja, das weiß jeder, das hat der Trainer uns auch klar gemacht, dass jeder gebraucht wird in der ganzen Saison. Natürlich ist man als Spieler, wenn man draußen sitzt, nicht begeistert, das ist auch klar, weil wir sind ja Fußballer, jeder will spielen. Aber im Endeffekt kommt jeder zum Zug und es ist auch für die Spieler wichtig, die von Anfang an spielen, dass die, wo hinten dran sind, Gas geben. Eigentlich sind ja die von 12 bis 24 eigentlich die wichtigen Spieler, nicht die 1 bis 11.
Marco, du spielst ja auch gerade erst zwei Tage Fußball. Wenn du jetzt so siehst, zum Beispiel, so ich will jetzt hier nicht mit dem Thema Elversberg anfangen, sondern eher mit dem Thema Trainer. Da sind drei Spiele gespielt, die machen zwei geile Spiele, ein Scheißspiel, dann wird schon der Trainer irgendwie komplett in die Kritik gestellt. Du als Spieler, wie siehst denn du das? Macht das bei dir Kopfschütteln, wenn so schnell solche Diskussionen aufkommen? Oder kannst du das nachvollziehen? Wie geht es dir damit? Nee, für mich oder für uns als Mannschaft kommt das gar nicht in Frage. Wir glauben an den Trainer und wissen, was er kann. Und wir haben ja letzte Saison eine gute Saison gespielt und die Saison davor auch eine gute Saison gespielt. Und nur weil wir jetzt ein Spiel mal verloren haben, brauchen wir nicht am Trainer diskutieren. Habe ich nicht auf den Depp bezogen, sondern prinzipiell, wenn du sowas erlebst, so, dass nach drei Spielen solche Diskussionen schon anfangen, wie geht dir das als Spieler dann? Wie gesagt, ist das dann mit dir Kopfschütteln, dass du denkst, die sind alle bekloppt, oder kannst du das auch irgendwo nachvollziehen? Wie geht's dir denn? Nee, eher, dass ich sage, ja, die sind alle bekloppt. Also nachvollziehen kann ich das nicht, wenn man ein Spiel verliert und von drei, dass man dann Trainer in Frage stellt. Dirk, hast du dafür, Markus, darf ich noch einmal kurz ja. Mit dem dämlichen Nico, hast du da in irgendeiner Form, ich meine, aber wenn du, sagen wir mal, die als Fan siehst, kannst du das verstehen, dass in der Öffentlichkeit solche Diskussionen aufkommen, weil ein Fan einfach nur mal ein Fan ist, oder ist das für dich auch völlig Banane? Es gehört einfach mit dazu. Ich meine, man startet in eine Saison, um seine Ziele zu erreichen. Wenn natürlich am Anfang diese Ziele schon mehr als fragwürdig sind, dann muss man halt alles mal hinterfragen. Entscheidend ist immer, liegt es dann vielleicht wirklich an Dingen, die innerhalb der Mannschaft nicht funktionieren? Liegt es daran, dass der Trainer vielleicht doch die eine oder andere Position nicht so besetzt, wie es sein sollte? Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass man als Verein einfach wissen muss, stehen wir auf einen Trainer oder stehen wir nicht auf diesen Typ Trainer und passt es noch gemeinsam oder passt es nicht mehr gemeinsam. Und da muss man sich dann an einen Tisch setzen und offen miteinander reden und dann die Entscheidung treffen, ja, der passt zu uns, es läuft halt gerade nicht rund, aber wir sind von ihm überzeugt und wir sind davon überzeugt, dass wir aus dieser Nummer wieder positiv rauskommen. Oder man sagt, wir zweifeln daran, und da muss man auch so ehrlich sein und dann einen Schlussstrich ziehen. Und also ich kann da nur von mir reden, ich hätte da kein Problem mit, wenn das dann irgendwann mal so kommen würde, was ich natürlich nicht hoffe. Aber entscheidend ist immer, dass die Zusammenarbeit innerhalb eines Vereins gewährleistet ist und dass die Überzeugung da ist, dass man das gemeinsam hinbekommt, ihre Ziele zu erreichen. Ja. Was hat die Unterbogenstärkung der Mannschaft weitergegeben vom Spiel? Ne, die habe ich selber gegessen. Wir sind mittlerweile ein großes Trainerteam und auch die Nachwuchsabteilung sitzt ja direkt neben uns. Von daher habe ich mal ein paar Stückchen auch nebenan gebracht. Ja, wir hatten eben das Thema öffentliche Wahrnehmung. War ja ein sehr schönes Tor. Gegen Stuttgart habt ihr es schon an Tor des Monats geschickt, oder? Ich schicke das nicht. Wann war das Rekord? Oder wie viele Meter waren das? Anscheinend hier steht 45, ich habe es nicht ausmessen. Also, okay. Ja. War das jetzt Rekord für dich oder hast du schon mal aus 50 Metern? Nee, das war das erste Mal, dass ich von so einer Entfernung einen Tor geschossen habe. Das war das erste Mal, dass ein Tor war, das war nicht im Vorstand wahrscheinlich. Es gibt es öfter, aber man muss ja da schnell schalten. Also.